dann auf den nächsten Abschnitt reiten. Und jetzt wird's schön, wenn jetzt die Stelle kommt, wo ich gerade dann denke, dann wird's jetzt toll. Ich glaube, hier bin ich einfach mal ruhig. Das ist so eine Stelle, die ich schon angesprochen habe. Da bin ich einfach mal ruhig, macht den Sound etwas lauter und lasst euch das einfach mal genießen. So, dann melde ich mich auch mal wieder. Aber es ist so schön. Es ist nicht nur schön, es macht auch noch Spaß und es ist einfach, es ist einfach kein COD. Ich finde auch die Entwickler, die trauen sich einfach zu wenig. Ich meine, so als Friedliches hier, das, es macht ja eigentlich keiner mehr. Es gibt kaum Spiele, außer jetzt irgendwelche Sportspiele, die keine Waffen haben oder wo man nicht sterben kann oder irgendwie sowas. Also das ist, deswegen, das ist einfach stimmungsvoll. Gut, dann haben wir das Gebiet auch schon wieder abgeschlossen. Aber das ging ja auch schnell. Schöner Ritt über die Dünen.
So, also anscheinend hat diese Zivilisation diese Stofffetzen, diese Energie, die die haben, als Art Strom oder Energiequelle halt einfach genutzt. Und dann haben sie sich drum gestritten und haben Maschinen gebaut, um darum zu kämpfen. So würde ich es interpretieren. Muss aber nicht so sein, es ist nur das, was ich denke. Und das ist jetzt halt die Stadt, die danach übrig geblieben ist. Also einer der dunkleren Orte im Spiel. Und ich habe ja schon gesagt, es ist nicht alles friedlich. Das heißt, es gibt auch Kreaturen, die uns nichts Gutes wollen. Und auf die werden wir auch gleich noch stoßen. Beziehungsweise ich werde versuchen, immer schön auf Abstand zu bleiben. Weil man kann zwar nicht sterben, aber man kann einen Großteil seines Schals verlieren, bis man vielleicht irgendwann gar keinen Schal mehr hat. Weil das wird, glaube ich, immer halbiert pro Treffer. Und es muss nicht sein. Das ist mir mal passiert und dann hatte ich wirklich keinen Schal mehr. Irgendwann. Das war ärgerlich. So, die können es eigentlich mal aufladen. Ach, genau, und da vorne haben wir noch ein Energieteilchen. Ich nenne sie einfach mal so. Ich weiß gar nicht, was das genau ist. Es ist irgendwie ja halt diese Energie des Schals oder dieser Stofffetzen, dieser Wesen. Und hier wird schon echt ein ganz schön lang Schal. Halt. Das finde ich auch lustig. Das ist irgendwie wie unter Wasser irgendwie. Kommt einem so vor, wie so, Mensch, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen hier. Seetang. Also da drin sehen wir es glänzen. Aber wieso komme ich denn jetzt nicht runter? Dann gehe ich halt hier rein. So. Auch irgendwie fast schon niedlich, ne? Wie diese Stoffwesen uns hier rufen, ne? Wie sie uns hier durchleiten. So schön. Es ist so schön. Ich habe sogar mal so einen Typen gesehen, es war ein Engländer, der hat ein Review zu dem Spiel gemacht, kurz nachdem er das Spiel gespielt hat. Und der hat auch gesagt, er war noch total verheult und er hat wohl echt geweint am Ende und so. Und das schaffen auch so wenige Spiele. So wenige Spiele schaffen das so rüberzubringen, dass es einem wirklich so nahe geht. Außer Journey. Da funktioniert das. Und mit so einfachen Mitteln. Es geht einem irgendwie nah. So, hier wirkt jetzt das Spiel alles ein bisschen bedrohlicher. Ich habe nur drauf gewartet, dass das passiert. Das meine ich, das ist zum Beispiel so eine Maschine, die Zivilisation anscheinend früher gebaut hat. Als sie halt um die Energie gekämpft haben. Also an sich so eine Art Roboter, würde ich jetzt sagen. Ich weiß nicht, was es ist, keine Ahnung. Für mich so das. So eine Art Roboter einfach. Irgendwelche Wesen. Maschinen, was auch immer. Und in das Licht sollten wir auf gar keinen Fall gehen, weil dann sehen die uns. Und werden uns angreifen. So, dann aktiviere ich mal schnell das Bild.
Ja, sehen wir auch noch mal diese Maschinen. Noch einer. Ah, das hier ist noch relativ leicht, also es wird später noch auch ein bisschen schwerer. Huch, das ist ja noch eins. Ups, das habe ich zu spät gemerkt. Aber ist ja nichts passiert. Ah, nein, 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 nein. Oh. Was mache ich denn, Mensch? Na los, hopp. Oh, jetzt humpelt der. Ne, jetzt geht's wieder. Wollte ich nur sagen, das ist mir wirklich noch nie passiert. Also... Nein, 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 nein. Oh, bitte, bitte, bitte. Nein. Okay, Mist. Och Mann, das war nicht gut. Da seht ihr, was ich meine. Der Schall war so lang und jetzt... Na gut. Ist jetzt so, müssen wir mit leben. Das sollte uns nur nicht nochmal passieren. Weil dann nochmal halbieren ist dann echt sehr, sehr kurz. Das ist dann so Japaner-Penis-Niveau. Gut, wir machen ihn wieder ein bisschen länger. Ein paar Energieteile werden wir noch finden. Ist natürlich schade, weil jetzt habe ich es halt versaut, den längsten Schal des Spiels zu kriegen. Aber gut. Man kann eben nicht alles haben. Macht ja auch nichts. Es gibt Schlimmeres. So, hier rutschen wir eben runter. Das macht nichts, dass die uns sehen, weil die kriegen uns sowieso nicht. So ein bisschen wie so ein Rockkonzert, wie so eine Bühne. Man geht das Licht an und die Groupies verschwinden, oder? Ne, eigentlich müssten ja dann gerade die Groupies kommen. Ach, egal. Auf jeden Fall sind die Dinger jetzt weg. Weil dunkle Wesen haben Angst vorm Licht. Na, ob wir das wohl sind? Ein einsamer, tapferer Pilgerer. Also wie gesagt, bildet euch da eure eigene Geschichte. Ich glaube, wir nähern uns sogar schon langsam dem Ende. Also, gut, was heißt Ende? Noch nicht ganz, aber... Lang ist das Spiel ja nicht. Ah, ich habe schon mal gesagt, Qualität vor Quantität. So wie es sein muss. So, diesen Turm müssen wir komplett mit Energie füllen. Dass wir nach ganz oben durchschweben können.
Und später ist dieser ganze Raum sowieso voller Energie, das heißt, wir können unbegrenzt schweben. Deswegen ist es gar nicht so schlimm, dass unser Schal nicht so lang ist, weil wir können sowieso schweben und fliegen vereint. Ja, das sind wohl wieder wir. Das haben wir eben schon gesehen. Ja, genau, das hier meine ich. So, jetzt fängt es gerade wieder an zu regnen. Ich hoffe wirklich, ihr hört es nicht, weil es ist, glaube ich, echt stimmungstötend und einfach nervig. Ansonsten würde ich sagen, mache ich hier nämlich gleich einen Schnitt. Es ist so doll, ich glaube, ich mache jetzt ganz kurz einen Schnitt, weil ihr werdet es hören. Glaube ich. Oder? Ich weiß nicht, ob man es hört. Ne, es hört schon wieder auf. Das ist typisch. Wenn ihr nicht in Niedersachsen wohnt, dann freut euch, wirklich. Weil was hier im Moment abgeht, das ist so behindert. Wirklich so einfach nervig. Jetzt rege ich mich schon auf, während ich Journey spiele. Das geht eigentlich nicht. Das ist rein psychologisch nicht möglich. So, ich weiß auch gerade gar nicht genau, wohin. Ach, okay. Da vorne. So, müssen wir auch gleich ganz oben sein. Ach, da seht ihr schon, das Vieh ist total toll. Auf dem können wir nämlich reiten. So eine Art Stoffwal. Irgendwie erinnert mich das Teil immer an Wal. Ich weiß nicht warum, aber für mich ist das ein Wal. Ein Wal aus Tüchern. Sehe ich da gerade noch was glänzen? Ich sehe da, glaube ich, wirklich noch was glänzen, oder? Ja, wirklich. So, dann will ich ganz schnell zu meinem Wal, weil der bringt uns jetzt nämlich hoch. Zum nächsten Bild. Das noch. Und auch die Musik, ne? Also das muss man wirklich einfach mal genießen.
Und ihr solltet hier auch mit einer ganz anderen Einstellung rangehen. Also nicht mega Action erwarten und total die Superballereien und sonst was, weil das ist einfach mal was komplett anderes. Und es ist wahrscheinlich für jeden was. Das heißt, wenn es euch einfach nicht gefällt, dann nicht rumflamen, sondern guckt es euch einfach nicht an. Und Regen ist doof und nervig. Aber gut, ich möchte auch ungern Schnitt machen wegen dem blöden Regen, weil meistens ist es so, es regnet 5 Minuten, dann regnet es wieder 10 Minuten nicht, dann wieder für 2 Sekunden wie eben gerade. Und dann wieder nicht, und dann wieder, und dann wieder nicht. Und vielleicht hätte ich mir doch einen anderen Tag zum Aufnehmen aussuchen sollen, aber ich hatte mal so Lust drauf. Deswegen muss das jetzt einfach mal sein. So, da sehen wir unsere Reise. Das waren die Brücken, die wir uns gebaut haben. Dann in der Wüste, wo wir den Abhang runtergerutscht sind. Bis in die zerstörte Stadt da unten, wo uns die Maschinen einen Teil unseres Schals geklaut haben, dann den Turm hoch und jetzt sehen wir, was uns gleich erwarten wird. Zwar sind wir ganz kurz vorm Berg, aber es wird noch etwas beschwerlicher als bisher. So, und jetzt beginnt auch der letzte Abschnitt. Und es kommt sogar jetzt nochmal ein anderes Setting. Das heißt, wir verlassen jetzt die Wüste und alles, was mit Sand zu tun hat. Und wie es sich auf einem guten Berg gehört, geht's ab in den Schnee. Da vorne seht ihr schon. Aber bevor ich hier weitermache, mache ich, glaube ich, wirklich mal einen kurzen Schnitt, weil ich hoffe, wenn man den Regen hört, ich weiß es ja nicht, aber wenn man es hört, ist das halt stimmungstötend und deswegen sehen wir uns gleich wieder. Okay, es geht weiter. Ich versuche es jetzt einfach mal. Der Regen ist noch nicht komplett weg, aber ich hoffe jetzt einfach mal, ich vertraue einfach mal darauf, dass es nicht zu hören ist. Weil an sowas soll es doch jetzt echt nicht scheitern. Und es soll auch eigentlich die nächsten Tage nicht besser werden. Und ich habe jetzt auch keine Lust, hier jetzt einen Schnitt zu machen, dann irgendwann später weiterzuspielen. Und ich glaube, es hört doch schon langsam wieder auf. Also entschuldigt das, off topic. Ich möchte euch da wirklich nicht aus dem Spiel rausziehen, aber falls man es doch ab und zu hören sollte, auch in den vergangenen Parts, tut es mir leid. Bei so einem Spiel ist das wirklich ärgerlich. Hier, das arme Stoffding. Einfach abgestürzt. Naja. Vielleicht werden wir die ja noch alle retten. Und ihr seht schon, die Kälte macht eigentlich ganz schön zu schaffen. Ja, hier, die werden von den Maschinen zerrissen. Das ist nicht nett. So, was ich sagen wollte, ihr seht schon, der Schal verliert immer langsam, aber stetig an Energie. Das ist halt wirklich das Gemeine an dem ganzen Gebiet hier. Man fröstelt auch total, also ihr seht schon, das ist total, man wird richtig blau, also voll mit Schnee und Frost. Ja, man friert richtig ein. Gut, hier bleiben wir mal ganz kurz hinterstehen, weil diese Luftzüge würden uns wieder zum Anfang zurückschieben. Deswegen wartet man halt, bis der Wind nachlässt. Rennt hier dann zum nächsten Stein, wartet wieder einen Moment.
Ach Mensch, da liegt, glaube ich, ein Ding, ne? Das können wir aber gar nicht anpingen. Na, komm, das schaffen wir. Ich bin immer froh, wenn das ganze Gebiet hier vorbei ist. Also das ist wirklich nicht schön. Und nein, nein, nein. Oh nein, jetzt kommt der Wind. Nein, gegenhalten, gegenhalten, gegenhalten. Ich will nicht wieder allzu weit zurückfliegen. So, aber ich hoffe, jetzt schaffen wir es bis da vorne. Und der Regen wird wieder doller. Mann, ist das... Das ist wirklich total nervig. Wahrscheinlich rege ich mich gerade wirklich die ganze Zeit auf, so wie sonst immer in meinen ganzen Videos ist. Ich rege mich über irgendwas auf und im Video ist es gar nicht zu hören, aber man merkt es gar nicht. Weil der Ingame-Sound ist ja noch da, meine nervige, ätzende und total schreckliche Stimme ist noch da. Und dann sind so welche Sachen gar nicht mehr zu hören. Aber ich sehe auch wirklich keinen Sinn drin. Ja, das war gerade auch sinnlos. Ist ja auch wirklich keinen Sinn drin, hier jetzt noch irgendwie länger zu warten, weil es ist keine Besserung in Sicht. Das regnet den ganzen Tag schon und... Selbst wenn ich jetzt noch irgendwie ein, zwei Stunden warte, es wird einfach nicht besser. Und das Let's Play ist sowieso schon so lange überfällig. Also das hätte ich eigentlich wirklich bei Release machen müssen, aber... Da habe ich gedacht, okay, dieses eine Video, wo ich da total sage, wie toll das Spiel doch ist, reicht, aber... Naja. Das Spiel hat es eigentlich echt verdient, dass man das mal zeigt, ein bisschen Werbung dafür macht. Man sollte es auch wirklich selbst mal gespielt haben, finde ich. Also, ich glaube, im PlayStation Store kostet es... Ich weiß nicht, ob es immer noch 12,99 € kostet. Ich bin mir nicht mehr sicher. Vielleicht ist es mittlerweile schon günstiger geworden. Aber die 12 Euro sind ja doch ganz gut angelegt in dem Spiel. Auch weil der Wiederspielwert gar nicht mal so gering ist, also auch mit dem Multiplayer dann, dass man da zufällig irgendwelche Leute trifft, das ist schon ganz lustig. Vielleicht hat man ja sogar Glück und trifft sich mit irgendeinem Freund oder so, keine Ahnung. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber geht bestimmt. So. Komm auch nicht wirklich voran. Ich glaube, ich mache mal kurz den Ingame-Sound ein kleines bisschen lauter. Dann hört ihr nämlich mal, dass man kaum noch Klänge machen kann. Weil das höre selbst ich gerade kaum. Ich höre nur diesen Regen, Mensch. Der mich total nervt. Der bringt mich richtig aus der Fassung, ey. Ja, wirklich, das ist wirklich so ärgerlich, vor allem bei so einem Spiel. Und ich möchte jetzt wirklich nicht alles nochmal von vorne machen. Und bei so einem Spiel dann wegen Regen, wegen Regen im Sommer, es ist der 31.05.2013. Also wir haben eigentlich fast Juni. Und es regnet seit Tagen nur Regen. Wir haben Hochwasserwarnung, wir haben Überschwemmung, alles ist voll mit Regen und Wasser. Ich meine, was soll das? Das ist doch mal richtig behindert. Ich glaube, selbst im Radio haben die neulich mal gesagt, dass es Weihnachten wärmer war als jetzt. Also von der Temperatur her. Und das ist echt ein Armutszeugnis. Na gut. Nichtsdestotrotz werde ich das Spiel jetzt hier durchziehen. Wahrscheinlich sind meine Sorgen gerade sowieso wieder unbegründet.